Zwei junge Männer in einer Fußgängerzone irgendwo in Deutschland. Sie gehören einer einflussreichen Sekte an, den Zeugen Angelas. Sie ködern die Menschen mit dem Versprechen einer sorgenfreien Welt. Alles ist gut, es gibt keine Umweltverschmutzung und Ihre Rente ist sicher. Sie werden auch nicht abgehört. Das Haupt der Sekte, die geheimnisvolle Angela Merkel. Johannes Schlüter, Sektenbeauftragter aus Bielefeld, erklärt, was es mit den Zeugen Angelas auf sich hat. Bisher gab es ja viele Sekten, bei denen es ziemlich laut zuging, wie zum Beispiel Scientology. Die SPD ist nicht das alte Möbelstück, das sich in der politischen Landschaft mal so herumschubsen lässt. Die Zeugen Angelas sind da leiser, aber trotzdem sehr gefährlich. Die Sekte hat Kontakt ins kriminelle Milieu. Die Zeugen Angelas erkennen sich an einem Dreifaltigkeitssymbol. Es besteht aus drei Halbkreisen. Diese stehen für den Mund, aus dem die alleinselig machende Wahrheit kommt. Wir wollen helfen, Ihre Träume wahrzumachen. Die Hände der Sektenführerin bilden meist eine Art Raute. Im Mittelpunkt steht das Wichtigste, nämlich nichts. Die NSA-Abhöraffäre? Es gibt sie nicht. Mir selber ist kein nichts bekannt, wo ich abgehört wurde. Einlullen, abwiegeln und beschwichtigen. Seit Jahren die Taktik der Zeugen Angelas. Meinhard B. war einer von ihnen, bis er ausstieg. Jeden Morgen mussten wir die Alles-in-Buddha-Übung machen. 3 Stunden aussitzen. Mussten sie immer Mutti nennen. Und diese Mutti hat viele zwielichtige Unterstützer, sogar im Ausland. Angie. Zufall? Das dachte ich zuerst auch, aber wenn man die Platte rückwärts laufen lässt, hört man eine versteckte Botschaft. Machen wir Kreuz bei der CD. Die Zeugen Angelas. Eine Sekte, die sich immer weiter ausbreitet.